Herzlich willkommen zum alljährlichen Jahresrückblick der Gartenbahnfurker Bergstrecke. Auch das Jahr 2021 neigt sich bereits wieder dem Ende zu. Corona-bedingt war dieses Jahr ein urlaubsfreies Jahr. Das heißt, ich war zwar nie in der echten Schweiz in diesem Jahr, aber doch einige Male in meiner eigenen kleinen Schweiz. Wir beginnen unseren Jahresrückblick mit einigen Schneeaufnahmen vom Januar und Februar 2021. Nachdem die Jahre zuvor einige Signale entstanden, entstanden dieses Frühjahr ein paar Schilder. Außerdem bekam Andermatt Zuwachs bei den Häusern. Hier sehen wir die Entstehung zweier Häuser, Halbreliefhäuser für die Bahnhofseinfahrt Andermatt. Einmal ein Coop, Supermarkt und eine Skischule. Anschließend entstand noch ein größeres Haus, also nicht nur ein Halbrelief, sondern wirklich ein rundherum 3D-Haus. Das soll später mal, wenn es fertig ist, seinen Platz in Sedrun bekommen. Dann ging es an die Produktion von weichen Laternen. Die auf dem Markt erhältlichen weichen Laternen sind mir einfach zu teuer. Deswegen habe ich sie aus relativ einfachen Mitteln selbst gebaut. Schaut doch gleich besser aus mit so einer Laterne. Der Fahrzeugpark bekam Zuwachs durch einen neuen TM-Dieseltraktor. Ohne Antrieb, einfach nur als Dummy. TM2291. Hier die ganze TM-Parade. Mittlerweile tummeln sich schon 4 von ihnen auf meiner Strecke. Anschließend ging es an die Innen- und Außengestaltung meiner Furka-Wagen. Und auch von außen neu lackiert und neu beschriftet, nachdem sie ja im vergangenen Jahr neue Fenster bekamen. Gleich als die Furka-Wagen fertig waren, kamen dann die Ballenberg-Wagen in die Werkstatt und aus ihnen wurden jetzt rätische Wagen. Ich habe die Ballenberg-Wagen also so umlackiert und umgestaltet, dass sie zumindest große Ähnlichkeit haben mit den Wägen des Club 1889. Und auch der Aussichtswagen der Rätischen Bahn bekam einen Faltenbalg und neue Farbe. Zuletzt wurde dann auch noch mein Barwagen La Bucunada mit einer schöneren Inneneinrichtung versehen. Hier der ganze RHB-Zug.
Die Signaltechnik wurde ein bisschen verbessert, an einigen Stellen wurde nochmal nachgebessert und vor allem die Strecke nach Sedrun wurde noch mit den fehlenden Signalen ausgestattet. Sedrun bekam auch eine Dieseltankstelle und einen Fahrkartenautomaten sowie einige neue Schilder. Die Station Furka erhielt eine kleine Sitzgruppe und einen Grill, wo die typische Servela-Wurst verkauft wird, wie auch bei der echten Station Furka. So als kleine zwischendurch Feierabendbastelei gab es einen Skiständer für einen Niederbordwagen. Ein paar Impressionen aus einem unserer Fahrtage. Dieses Jahr fanden verhältnismäßig viele Fahrtage statt. Nicht nur mit erwachsenen Gästen, sondern auch mit Kindern. Wir haben einen extra Kinderfahrtag gemacht, wo viele Kinder aus der Nachbarschaft zu uns kamen und auch selber die Züge steuern durften. Teilweise gingen die Fahrtage dieses Jahr auch bis tief in die Nacht, wo man dann auch endlich mal wieder die Beleuchtung der Anlage genießen konnte. Die Klappe des Abstellbahnhofs Andermatt war irgendwie noch ein bisschen hässlich und passte nicht so recht in die Bahnhofstraße. Deswegen erhielt sie kurzerhand ein weiteres Reliefhaus, das nun unsere Bahnhofstraße schmückt und ergänzt. Das Hochbeet in Sedrun war über die Jahre etwas morsch geworden, deswegen wurde es abgebrochen und durch ein neues Hochbeet ersetzt. Dabei wurden auch die Halbreliefhäuser von Sedrun ein bisschen aufgehübscht und wieder neu montiert. Damit der Fahrdienstleiter am Fahrpult den Überblick behält, wo sich gerade welcher Zug befindet, arbeiten wir schon seit einiger Zeit mit kleinen Magneten. Damit das Ganze optisch noch etwas gefälliger ist, habe ich meine Loks alle in mini-mini-klein nachgebaut und mit Magneten versehen. Eine weitere Erleichterung für den Fahrbetrieb sind nun mehrere Verkehrsspiegel, die an der Bahnstrecke entlang verteilt sind und sowohl den Lokführern als auch dem Fahrdienstleiter Überblick über die schwer einsehbaren Stellen der Bahn gibt. Die Bahnhofseinfahrt Andermatt wurde schon im Verlauf des Jahres durch Häuser verschönert. Nun war es an der Zeit, auch die engen Weichen durch schlanke Weichen zu ersetzen. Dazu wurde erstmal die Weichenstraße abgebaut und dann neu trassiert. Die Gleise erhielten Eurobalisen, wie sie auch in echt bei der Zugsicherung zum Einsatz kamen, und entlang der Strecke wurden mehrere Wanderwegschilder aufgestellt, die natürlich auch selbst gebaut sind. Ein Wasserkran schmückt nun das BW in Realp. Die hübsche Wendescheibe wurde mit Servo und Beleuchtung ausgestattet und der Bahnhof Andermatt bekam ein Stellwerk.
ein Geburtstagsgeschenk aus der Schweiz. Meine Schwester schenkte mir eine kleine Ölkanne im FO4 Design. Um Platz für das Gleis 4 in Realp zu bekommen, musste die Schmiede und der gesamte Schmiedeberg um ein paar Zentimeter versetzt werden. In der Schweiz ja nichts Besonderes. Die schieben ja immer wieder mal ihre Häuser und Bahnhöfe dorthin, wo sie es gerade brauchen. Und mittlerweile liegt auch schon das Gleis und wird uns zukünftig noch etwas mehr Flexibilität in Realp ermöglichen. Leider bröckelt die Wandbemalung bzw. der Putz. Der lose Putz wurde mittlerweile entfernt. Im nächsten Jahr wird hier wohl neu verputzt und bei der Gelegenheit möchte ich dann auch die Wandbemalung, die mittlerweile doch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, erneuern. Genau genommen, die Wandbemalung ist übrigens schon 20 Jahre alt. Und dann kam auch schon der erste Schnee, relativ früh in diesem Jahr. Nun zum Ende des Jahres bin ich damit beschäftigt, ein Halbreliefgebäude für den Bahnhof Hospenthal zu bauen. Der Steampub-Wagen bekommt eine neue und besser passende Inneneinrichtung. Und beschließen möchte ich diesen Jahresrückblick mit einer ganz besonderen Lok, die einen kleinen Hinweis darauf gibt, was momentan das Wichtigste in unserem Leben ist. Unsere kleine Tochter, die diesen September geboren ist. Wir wünschen euch allen ein frohes Weihnachtsfest und vor allem ein gesundes und glückliches neues Jahr. Gottes Segen für euch alle. Dankeschön fürs Zusehen. Wenn ihr kein Video der Gartenbahnvölker Bergstrecke mehr verpassen wollt, dann abonniert hier meinen Kanal und schaut euch hier mein neuestes und aktuellstes Video an. Bis denn!